So, meine lieben Freunde. Ich denke, wir können ein für alle Mal euch begrifflich machen, und da ist es an und für sich egal, wie man Heilung bezeichnet. Und ich habe es ja auch schon mal gut auf meiner Seite erwähnt, dass natürlich die Dinge, die wirklich Heilung sind, immer in einem selbst passiert. Also nie durch Fremdentscheidung, vielleicht Fremdhilfe. Und wir gehen jetzt mal auf ganz wichtige Themen ein, um vielleicht ein für alle Mal die Dinge begrifflich zu machen, die uns als Mensch ausmachen, als Mensch mit Verbindung mit Gott, über den eigentlichen, wirklichen Wesenskern, über seine eigene Göttlichkeit, über die Dinge, die, wenn wir gewollt uns darauf konzentrieren, uns ausmachen. Hört ihr den Wind? Hier spricht Gott zu uns. Hier tost es. Hier ist es laut. Nun gut, wie gehen wir vor? Jede Form von Darstellung, die ich euch jetzt gebe, findet ihr auch zum Teil im Internet, und auch die Missverständnisse, die uns hier immer wieder überall begleiten und uns auch verwirren. Und diese Sachen, die ich euch jetzt sage, das ist absolut stimmig. Hundertprozentig. Die volle Wirklichkeit. Jetzt kommt der drastische Teil. Viele von uns wissen ja, dass wir ein Markt- und Konsumiergut geworden sind. Eine Sache und eine Person. Wobei, und das ist auch immer wieder ganz wichtig, deswegen bin ich im Moment auch immer noch so vehement dafür, uns das Thema Organmaterialisation anzuschauen und über diesen Bereich werden wir uns jetzt unterhalten, dass wir uns merken, was tatsächlich Menschsein bedeutet. Über die Sache, über die Person kann dich die Mainstream-Medizin, also die Schulmedizin, ausweiten, ausmisten, verbrauchen, bis auf den kleinsten Knochen, so wie jedes Tier, so wie jede Pflanze, wo sie meinen, Recht darauf zu haben. Ich denke, das ist euch allen bewusst.
Und da müssen wir auch immer wieder ganz klar schauen, zu unterscheiden, wo wollen wir hin. Ich habe euch vor nicht allzu langer Zeit die Trinitätsübung ins Netz gestellt. Und die ist deswegen wichtig, weil sie, wie sie ja heißt, die Dreieinigkeit bedeutet. Also raus aus dem Sexuellen, aus dem Vermagten, rein in die Verbindung mit der klaren Unterscheidung, dem Ratio, der Medialität, des Stirnchakras, dieses Nervengeflechts bis zum Thalamus und Zirbeldrüse. Es hat einen ganz besonderen Wert hin zur Thymusdrüse und zum Herzbereich. Dieses System verbindet sich deutlich als Dreieinigkeit in ein autarkes System in Verbindung mit Gott und du wirst zum Christus. Der eigentliche Wortlaut bedeutet Christus, also Os. Und das ist deswegen wichtig, weil dadurch über den Christus haben wir tatsächlich die Verbindung mit Gott. Und nur so. Alles andere ist, wie man in der heutigen Zeit so schön sagt, fake und unnütz. Über diesen Christus können wir uns verbinden mit der inneren Kommunikation der geistigen Welt und verbinden mit dem göttlichen Bewusstsein, unseres göttlichen Bewusstseins und Gott. Und nur dort hat jeder Einzelne die Möglichkeit, aus sich heraus in die Heilung zu gehen, beziehungsweise Heilung zu empfangen. Aus sich heraus. Und das aus sich heraus, das sollte zum zentralen Thema eurer eigenen Mitte werden. Nicht mehr, nicht weniger. Ganz wichtig noch, weil ja viele im Internet schreiben, dass Jesus der Erretter ist. Nein, Jesus ist nicht der Erretter. Christus, Jesus Christus, Jesus der Christus ist der Erretter. Aber nicht deswegen, weil er euch errettet, sondern weil er euch gezeigt hat, wie es geht. Jesus war mit Sicherheit ein guter Handwerker. Genau. Wie unser Automechaniker. Der ja auch ganz gute Sachen macht. Aber nur Christus, die Verbindung der Dreieinigkeit. Zirbeldrüse, Thalamus, Hypophyse, Stammhirn. Thymusdrüse, Wurzelbereich, beziehungsweise Herzbereich, Hinterwand des Herzens,
und Wurzelbereich. Bei Frauen der Kitzler, ganz wichtiger, ganz elementarer Nervenbereich. Bei Männern die Eichel und die Prostata. Deswegen gibt es so viel Prostata-Geschädigte. Und das ist letztendlich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für jeden Einzelnen, wie er dann aus seiner Glaubenserfahrung die Wirklichkeit des Heilens macht. Aber nur auf diese Weise. Jeder, der behauptet, dass oder das Buch hat recht, ist bis zu einem gewissen Teil schon richtig. Aber es ist letztendlich nur die Verbindung, die ich euch auf diese Weise gesagt habe. Und dann funktioniert auch der Körper und die Seele im einen damit auf diese Weise und in Verbindung einfach mit dem Gott, das Universum, mit allen Ebenen, mit den Engeln und mit der Schöpfung. Wir brauchen weder Schulmedizin noch andere Dinge außer diesem Bewusstsein und den richtigen Riecher für genau das, was wir sind. Für genau das, was wir sind. Bis auf Weiteres, euer Bernhard Regner, der hellsichtige Heiler mit dem Röntgenblick.